Willkommen in Lisas Küche. Heute backe ich einen Birnenkuchen. Vorbereitet habe ich hier die Birnen, die habe ich in Spalten geschnitten und mit Zitronensaft und Vanillezucker getränkt. Da habe ich das Mehl vorbereitet mit Backpulver und Gewürzen. Den Schnee habe ich schon geschlagen, etwas Milch und hier habe ich dann noch Butter, Zucker und Dotter. Und jetzt werde ich zuerst die Butter schaumig rühren und nachher kommt dann der Zucker dazu. Jetzt gebe ich den Kristallzucker dazu und rühre mal das Ganze schaumig. Jetzt kommen die Dotter dazu und dann wird das Zucker-Butter-Gemisch mit den Dottern schaumig gerührt, bis ich fast eine weiße Masse habe. Zucker, Butter und Dotter habe ich nun schaumig gerührt. Jetzt gebe ich das Mehl dazu mit den Gewürzen und dem Backpulver und die Milch und werde das Ganze mal vorsichtig da unterheben. Und jetzt hebe ich noch den Schnee darunter. Den Teig streiche ich nun in eine Tortenform. Die habe ich vorher mit Butter ausgestrichen und bemehlt. Und jetzt werden nun die getränkten Birnen fächerförmig auf den Kuchenteig gesteckt. Jetzt ist der Teig belegt mit den Birnen und wird nun eine Dreiviertelstunde bei 180 Grad gebacken. Nach dem Backen lässt man ihn 10 Minuten circa in der Form auskühlen und dann aus der Form nehmen und erst am nächsten Tag anschneiden. Ich empfehle euch noch meinen Zucchini-Kuchen mit Vollkornmehl und ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und wenn ihr Fragen habt, freue ich mich über eure Kommentare. Eure Lisa.